Stichwort Stadtfinanzen. Für den ordentlichen Haushalt, also für die laufende Gebarung, wurde gerade eine Kreditaufnahme von 1,2 Millionen Euro beschlossen. Ist damit Ihr Einsparungs-10-Punkte-Programm in Gefahr oder sogar gescheitert? Das 10-Punkte-Programm haben wir uns im Jahr 2008 gegeben, vor dem Hintergrund der damaligen Finanzkrise. Wir haben damals uns zum ein wesentlicher Faktor war, dass wir uns zum Ziel gesetzt haben, dass wir den Schuldenstand jährlich durchschnittlich um 500.000 Euro senken. Das haben wir erreicht. Wir werden Ende dieses Jahres den Schuldenstand von 46 auf 43 Millionen in diesen 6 Jahren reduziert haben. Und dieses 10-Punkte-Programm war auch ganz wichtig, denn wir wussten damals schon, wenn wir damals nichts getan hätten, nicht auch im ordentlichen Haushalt gegengesteuert hätten, dann wäre die Sache noch ganz anders aus dem Ruder gelaufen. Aber es ändern sich, darf ich bitte noch fertig machen, es ändern sich natürlich auch laufend die Rahmenbedingungen. Wenn man sich anschaut, dass mit der Steuerreform auf die Gemeinde wie Werthofen vermutlich auch ein Verlust an Steuereinnahmen von geschätzten 300.000 Euro zukommt. Wenn man sich anschaut, dass die Aufgaben, die den Gemeinden übertragen werden, egal ob in der Nachmittagsbetreuung, bei den Kindergärten, überall laufend mehr werden, dafür aber kein entsprechender Ausgleich gesorgt wird, dann sind das Dinge, die einer Stadt schon wehtun. Oder letztendlich die Immobilienertragssteuer. Wenn wir unsere eigenen Grundstücke veräußern und damit einfach auch dem Wohnbedarf nachgehen, dann müssen wir an den Bund Steuer zahlen. Also das sind schon Dinge, Belastungen, die auf die Städte und Gemeinden hier zukommen. Da wird es irgendwann einmal auch, und da erwarte ich mir auch vom Finanzausgleich noch einige deutlichere Änderungen, dass man dem auch gerecht wird. Ja, das klingt jetzt so, dass eigentlich alle anderen Schuld haben, aber die Stadt nicht. Die Stadt nicht. Schauen Sie, was wir tun, und das können wir auch ganz klar belegen. Die Ausgaben, die wir getätigt haben, denen stehen einfach auch Projekte gegenüber. Was tun wir denn? Wir bauen Schulen, wir sanieren Straßen. Ich rede jetzt gar nicht davon, dass wir Wasser- und Kanalversorgung sicherstellen. Herr Bürgermeister, das ist eine Richtig. Tätigkeit, die ja. alle Gemeinden seit ja. 1000 Jahren machen. Selbstverständlich, also, und wir kommen damit auch zurecht. Nehmen Sie nur als Beispiel eine Privatperson. Ja. Wenn der mit dem Geld, das er verdient, nicht auskommt, muss er Schulden machen. Bei einer Stadt ist das nicht anders. In Werthofen ist aber das regelmäßig der Fall, dass immer neue Schulden getätigt werden. Wann ist das Ende der Fahnenstange erreicht? Das wird immer so sein in einer Gemeinde. Worum es geht, ist, dass der Schuldenstand reduziert wird. Wir tilgen, ganz einfaches Beispiel. Nehmen Sie Folgendes her, wir haben im ordentlichen Haushalt, das ist bei einer Stadt und bei den Gemeinden so in der Kameralistik, Sie haben ordentlichen Haushalt, Sie haben außerordentlichen Haushalt. Der ordentliche Haushalt, das sind die laufenden Ausgaben, da tilgen Sie jährlich 4 Millionen Euro an Schulden. Der außerordentliche Haushalt, das ist halt so eine Spezialität, der wird daneben beschlossen, das wird getrennt voneinander. Dort haben Sie sozusagen eine Neuaufnahme von Investitionen im Bereich von 2,5 Millionen Euro. Dann haben Sie den Schuldenstand, trotzdem Sie 2,5 Millionen neu aufgenommen haben, insgesamt um 1,5 Millionen reduziert. Das ist eine ganz einfache Milchmädchenrechnung.